Leg mal los. Ja. Diesen verspäteten Podcast. Ja, genau. Also ich bin jetzt eine Woche krank gewesen, wegen dem kommt da erst der Freitag, was jetzt rausgekommen ist, anstatt der eine Woche vorherige Freitag, was eigentlich jetzt kommen soll. Kann man nichts machen. Ist halt so, genau. Also für alle, die geduldig gewartet haben. Wir besprechen heute Awaken My Love von Childish Gambino. Genau. Das ist, wir haben gerade vorher so ein bisschen über die Genre geredet. Keine Ahnung. So ein, ich habe gesagt Funk ist ein bisschen und du hast gesagt irgendwie nicht so. Und dann Psychedelic haben wir so gesagt und R&B sicher. Vielleicht auch so ein bisschen Neo-Soul. Ja, ich habe es gerade noch auf Wikipedia, also im Englischen heisst es R&B, Soul, Funk, Psychedelic Soul und Funk und Rock. Also, ja. Ja. So. Ja, sechs so alles ein bisschen aufgelistet. Genau, was gibt es sonst noch? Also der Childish Gambino ist ein Pseudonym. Ja, das ist der Donald Glover. Genau. Der macht auch ganz viel anderes. So Schauspiel zum Beispiel. Und vor Awaken My Love hat er vor allem Rap gemacht. Ich würde sagen, also er hat schon Alben so noch Awaken My Love gemacht, aber die habe ich jetzt nicht mehr gelost, ich habe einfach die noch gelost. Because the Internet. Das ist ziemlich cool. Und von dem her ist da, ich glaube, ein Ausreißer so in seiner Musikkarriere, so vom Style her. Und allgemein so die Art von Album da, das ist, ich habe immer das Gefühl, das ist ein bisschen Abnormalie so in der populären, modernen Musik. Etwas mit so einem Sound. Wieso meinst du? Ja, kennst du irgendein Album, das so Funk-Soul-mäßig ist, heute rausgekommen ist und dann noch populär ist? Nein, ich nicht, aber ich bin jetzt da kein Master. Ja, also ich wüsste jetzt nichts anderes. Wahrscheinlich hat schon irgendwelche Leute, die immer noch so die an 70er angelehnt Funk-Soul-Musik machen, aber da kenne ich jetzt einfach gar niemanden. Das hätte wahrscheinlich eben den kleineren. Und da Release haben wir gerade 2. Dezember 2016. Ja, vielleicht noch kurz so der Producer von dem oder Mitproducer ist der Ludwig Göransson. Und den kennt man von verschiedenen Film-Soundtracks. Zum Beispiel Black Panther, Mandalorian-Serie und Tenet hat der gemacht. Das ist auch alles ziemlich verschieden. Aber ja, das war auch da dabei. Genau, spielt aber auch einige Instrumente, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und der Donald Glover als Schauspieler, den kennst du vielleicht von. Also, ich glaube, so einen Durchbruch hat er gehabt bei Community, bei der Serie. Das sagt man nicht. Und was du ihn kennst, ist bei Han Solo. Schon der. Wie ist der Dude? Der Lando Calrissian. Genau, der Dude. Okay. Ja, der Lando Calrissian spielt der Jun. Und bei Marciano hat er so eine kleine Rolle. Also der eine Schauspieler, der eine Wissenschaftler, der erklärt so: Ja, weißt du, wenn man nicht so rundum und dann schaut da, das ist das Raumschiff, mit dem Stift ins Raumschiff und dann so. Ich habe Solo auch nicht mal gesehen. Also, ja, auf Marciano hast du auch gesehen. Der Masse. Ah, ja, logisch. Masse. Ja, jetzt beim falschen Film gewesen. Ja. Ja. Okay. Ja, das wäre so ein bisschen rundum. Noch lustig war, also er hat so ein ziemlich prominentes Albumcover. Also so ziemlich weird. Und der Donald Glover ist auch Mid-Creator von so einer Serie, die ich ziemlich geil finde, nämlich Atlanta. Und bevor der Album rausgekommen ist, ist einfach mal so die Platte von dem Album im Hintergrund gestanden. Bei einem Erfolg. Leute so, das sieht weird aus, wer ist da? Und dann ist das Album rausgekommen. Ja. Der ist da. Okay. Also fangen wir mal mit den Liedern an. Ja. Das erste ist Me and Your Mama. Und da denke ich mir erstmal so,
Wait, wem sagt er da, ich und deine Mutter? Ist er da irgendwie. Weißt du, mir, wenn du jemandem sagst, so, deine Mutter! Aber es ist, glaube ich, eher so, dass er mit seinem Sohn redet. Und dann der Sohn die Mutter von seinem Sohn ist halt seine Frau oder seine Freundin. Ja, das. Also, willst du mal etwas sagen dazu? Ja, ich hätte es nicht textinhaltlich oder so. Kann ich nichts sagen. Und musikalisch? Musikalisch. Es hat jetzt einen langen Aufbau. Mhm. Also relativ lang. Das ist eine Frauenstimme, die sagen eigentlich immer das Gleiche. Und dann, also es ist auch noch schwierig, ja, da hat jetzt so Takt, Tempo oder so, das plätschert irgendwie so vor sich an. Man merkt aber irgendwie, dass es so ein bisschen auf 3 teilt und dann hat es so einen harten Wechsel, so nach 2 Minuten. Ja. Und dann tönt es so das Motiv, so ein Riff. So ist jetzt da Pink Floyd oder. Ich kann jetzt nicht irgendetwas, was wir auch schon besprochen haben. Erinnert es mich einfach. Ich glaube nicht, dass es Cloud ist. Aber so vom Stil, mit der Gitarre und so vom Klang so her. So ein bisschen verzerrt, glaube ich. Tonalität, oder? Ist es irgendetwas so aus der Zeit? Anfang 70er, ja, wären wir dort schon. Das ist so, wie lange geht die? 6 Minuten. Also es ist so dann der Rüttel, oder? Der erste Drittel plätschert sich und so die Mitte ist dann so der Pink Floyd, sagen wir mal. Und nachher kommt es mit dem gleichen Motiv, ist dann aber so ruhiger wieder. Mhm. Ein bisschen leiser. Und dann mit so noch mehr Instrument, glaube ich. Ja, und dann ist es aber so ein Ausplätschern. Also ja. Ich finde es gut, ja. Ich finde es auch noch aber gut. Das ist jetzt mehr so vom. So jetzt einfach bloß, eigentlich egal, um was er singt. Halt. Ja, mehr also. So melodisch und vom Aufbau und so. Also was Leute im Internet interpretieren, ist, dass es vielleicht so ums Treffen geht mit dieser Frau, halt, die nachher nicht die Mutter von seinem Sohn wird. Ich weiß jetzt nicht, wie man das aus der Liste gehört so richtig. Also was sie am Anfang singen, da die Frau ist so I'm in love when we are smoking dead. Und dann kommt so glaube, Männerstimme so la 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 la. Und anscheinend ist es la 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 oder la 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 so ein umgangssprachliches Wort für Gras. Mhm. I'm in love when we are smoking weed, sozusagen. Mhm. Und dann noch eine sind, also da ist jetzt der neunte Teil, glaube ich, wahrscheinlich kein Wiener mehr. Und dann im mittleren Part singt er aber noch so. Also relativ emotional oder halt kräftig, würde ich sagen. Aber da habe ich jetzt nicht so einen Text angeschaut. Aber insgesamt finde ich auch einen geilen Track, eigentlich so ein guter Anfang. So. Genau, das ist schon so. Ich habe als erster Titel sehr gut gewählt. Mhm. Finde ich auch, ja. Ja, dann das zweite ist Have Some Love. Und die tönt wie, keine Ahnung, die könnte ja auch viel, viel älter sein als 2016. So von dem mal auf. Also ich höre jetzt nicht wirklich viel Funk oder so souliges Zeug. Aber für mich klingt das jetzt so wie aus der 70er oder so. Das könnte für mich zur gleichen Zeit rauskommen sein wie irgendwie Marvin Gaye. What's going on? So mit dem, vor allem mit dem Part da, have a work for your brother, wo die so mehrere Leute singen. Mhm. Allgemein immer da mit dem Brother, das ist ja auch so etwas so, wo wir jetzt eben, wenn wir bei Marvin Gaye bleiben, da ist ja immer so, brother, brother, viel mit dem Brother. Mhm. Ja, stimmt schon, es ist jetzt nicht 2016. Mhm. Vom Stil her, also beide nicht, ja. Sind sie wie den Style von dieser Zeit so aufbeschwören, das Gefühl.
Es fängt da an mit so einem. Also, es fängt gerade mal mit dem Chorus an. Und dort ist, glaube ich, es wird aber ein bisschen wie ein Chor. Mhm. Ich glaube, da, oder? So eher Lead Vocal mit Background. Und die Begleitung ist nur Schlagzeuger. So fängt es, glaube ich, an, oder? Und dann geht es dann so in die Abfolge. Er hat dann, glaube ich, einen coolen Rhythmus-Groove so im Hintergrund. Nachher. Ja, finde ich auch. Aber es wechselt immer wieder. Ich meine, der Vers 2 ist dann komplett anders als das 1. Also vom, vom Hintergrundstil. So. Ja, und also ich weiß noch nicht, ob es zum Text aufgeschrieben ist, also gerade. Also wie es Titel auch schon sagt, der Titel ist auch Have Some Love. Es ist halt so, so Love One Another. Und man sollte so aufeinander schauen. Ja, ich meine, das geht um Gemeinschaft. Mhm. Du musst so einen Chor stellen. Das ist ja miteinander, ja, nicht nur einerlei. Das passt. Könnte man sein, gell? Ja, ist immer noch gut. Nicht ganz so stark wie der erste, habe ich gefunden. Mhm. Aber schon immer noch ein guter Titel. Ja. Und Number 3? Der hat mich jetzt aber nicht so angesprochen. War der Boogeyman. Der Boogeyman, ja. Okay. Also, Boogeyman ist jetzt auch geschrieben. B-O-O-G-I-E. Boogie ist ja, ist ja auch Art Musik, also Musik richtig. Oder? Boogie. Oder was? Ja, Boogie halt. Ja, da gibt es ja. Tanz, also irgendwas, ja. Und der Boogeyman ist ja eigentlich so, also der B-O-G-E-Y-Man. Das ist eigentlich so wie der. Wie nennt man das? Ich schätze so wie, das haben wir nicht eins zu eins, aber das ist so der, das böse Monster, so ist so, weißt, wenn du, das erzählen wir so Kinder, weißt, wenn du jetzt nicht schlafen gehst, dann ich den Boogeyman. Ist das nicht der Beelzebub? Ja, ich weiß nicht, wie es bei uns ist. Ich sehe, da haben wir euch halt nie angegeben. Ja. Du kennst vielleicht den Beelzebub nicht. Der Butzemann. Ah. Es gibt so der Biba Butzemann. Ah, stimmt. Ja, okay. Das Lied. Das ist nicht gleich der Belzebub. Aber ja, das kombiniert halt so da. Kannst du jetzt mal kurz noch Boogie googeln? Schweizerdeutsch kann das auch der Bö sein. Hm? Wollen wir nicht googeln, sorry. Boogie, also mit Doppel-O-I-E. Boogie, auch Boogie Woogie, ist die Bezeichnung für einen afroamerikanischen Blues-Piano-Stil, der zu den wichtigsten Quellen des Rock'n'Roll gehört. Eben da haben wir so vor dem Rock'n'Roll, das ist Boogie. Und da kombiniert jetzt halt der Butzemann, der böse Dude, der dich holt, wenn du böse bist, oder halt allgemeine Darstellung vom Bösen, mit Boogie, wo ein afroamerikanischer Jazz-Stil ist. Oder afroamerikanische Afro-Musik. Ja. Und das ist so das Narrativ da. Man hört auch noch irgendwann kurz bei 240 so ganz minimal so wie ein Polizeiradio gehört. Und im Text ist so: With the gun in your hand, I'm the boogeyman. Das ist irgendwie so: Ja, die Polizisten haben die Waffe. Mhm. Und der Boogeyman, wo jetzt halt da zum Beispiel der Schwarz ist, der sagt, also. Er ist dann der Boogeyman, weißt du? Mhm. Also er ist echt das Böse, obwohl der andere die Gefahr ist. Ja. So, also, ja, du siehst mich immer noch als Gefahr, obwohl ich unbewaffnet bin. Also hat sich liegen da gesellschaftskritische über Rassismus und so. Das wäre da jetzt so vom Text. Und musikalisch, also ich finde den echt noch gut. Es hat jetzt auch wieder, ich denke irgendwie voll oft da, dass so mehrere Stimmen sind, also so ein bisschen Background, Chormusik. Ja, das stimmt. So. Hat's Boogeyman. Kannst du jetzt gesagt, sie jedem aber häufiger. Ja, das ist schon häufig. Ich habe jetzt oft so Melodie, so, nicht so berauschend gefunden. Okay. Und da hat es auch wieder so, Instrument, das ich gar nicht kann, so rauspointen, was ist.
Also da der Ludwig Göransson hat halt so Milliarden komische alte Maschinen, die irgendwelche Sounds machen. Das hat sich immer so 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 irgendwelche komische Sounds. Also die haben da immer noch relativ viel Textur eingebracht, oder? In der Production. Ja, da gehört man schon. Ja, sind wir zu Zombies gegangen. Gehen wir zu Zombies. Schule Nummer 4. Den hast du besser gefunden? Ja, besser gefunden, ja. Mit dem Boogeyman. Okay. Das hat meistens vom Gespür. Also es ist langsamer. Ist mir aufgefallen. Und hat so einen eingängigen Chorus. Wo ich jetzt auch nicht kann anrufen. Wenn er tönt. Okay. Man muss auf den Text schauen. Ja, es hat vom Gesamtlichen so etwas Schleichendes, oder? Ja, so etwas so. We are coming out to get you. Ja, es ist so ein bisschen da so. Es tut wirklich so, ja, wir kommen. Wir kommen langsam, aber wir kommen dich holen. Also, da sind dann ja noch. Da ist ja noch ein Feature von einer Frau. Carrie Faux oder Fox. Kann ich wieder, weil das mal ausgespricht. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls. Sie hat so eben da der We're coming out to get you. We are so glad we met you part. Mhm. Und der Rest sind gleich der Gambino. Ja. Es sind eben da also easy Reime eigentlich, oder? Ja. Get you, met you, profit, stop it. Aha. Und relativ kurze, also wenig Silben eigentlich. Mhm. Stimmt. So bis wieder da reinkommt, das macht sich da. Also das ist ein einfacher, macht es noch cool, finde ich. Ja, und der Text ist da halt so natürlich irgendwie. Also Zombies sind ja auch schon ursprünglich eigentlich da gewesen, zum so Konsumgesellschaft. Kritisieren, oder? Also, wo der, die, die da erfunden hat. Weißt du, mit den Zombies, die so im Laden rumlaufen, so, weißt du? Zombies im Einkaufszentrum und so. Ja. Und da ist halt auch so, we are eating you for profit. Aber ich glaube, und so, ich glaube, es geht aber auch ein bisschen darum, dass es halt die Leute gibt, die ihn nur so befreunden wollen, weil er jetzt bekannt ist und Geld hat. Weil es ist ja so, ah, we are so glad we met you. Mhm. Also, ah, wir sind so froh, dass wir euch getroffen haben. Weil jetzt können wir von dir Geld absuchen. Ja, so ich bin ja der Meinung, dass es um das geht. Dass sich alles um ihn herum schaut. Mhm. Wegen dem. We're eating you for profit. Ja, aber genau. There is no way to stop it. Mhm. Und da hat es so eine Minute langes komische soundende Gitarre-Solo. Und das ist als Outro. Ja, also ich habe mega weird. Mit Solo vom Fragezeichen. Ich, ja, okay, so ist auch keine Gitarre. Schwierig zu sagen, was wirklich ist. Das ist noch cool. Ja, aber eben, ist es jetzt eine Gitarre oder ist es ein Tasteninstrument? Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich kann es nicht einschätzen. Und jetzt 5. Mhm. Ein relativ kurzer Track, also weniger als die Hälfte vom vorherigen, mit 205. Riot. Also ein Aufstand. Ja, mir hat es aber nicht so angesprochen. Ich habe jetzt auch nicht so viel notiert. Es passiert relativ viel. Also es ist, glaube ich, recht vielschichtig. Mhm. Vielleicht kurz Duo. Ja, ich habe schon viel Energie. Ja, viel Perkussion. Hört man raus, alles Mögliche. Ja, wieder mit einem Chor, so Background-Chor. Und ich habe geschrieben, es geht hure schnell wieder vorbei. Ja, weil er so kurz ist und hat so viel passiert.
Ist doch schnell vorbei hier. Ja, das ist so. Das heisst ja Riot. Mhm. Vielleicht ist das so etwas, wo die immer Riot würde spielen, so weißt. Es ist so Energie und dann so, hey. Obwohl Riot ist, glaube ich, noch. Ich habe ja dann etwas anderes gedacht. Ich habe nicht gedacht, so eine Demo, aber ich glaube, Riot ist, glaube ich, schon ein bisschen härter. Ja. Aber ich habe jetzt noch nicht mehr gefunden. Kann ich. Ich finde es gut. Alle gleich gut. Aha, wie meinst du so den Vergleich so? Ja. Also ich finde es ein geiles Album. Eigentlich insgesamt. Ich habe jetzt keinen, den ich so schlecht finde. Aber es gibt halt schon welche, die ich besser finde als andere. Ein bisschen Welle, so ein bisschen ein Auf und Ab. Ist nicht gross. Nein, ich finde eigentlich, es ist so eine gute Abwechslung, so alles nacheinander. Also es hat jetzt nicht irgendwie so ein Sound, der für drei Lieder kommt, wo ich denke, kein Bock mehr auf den Sound, gib mir etwas Neues. Ich finde, es ist auch immer schön verschieden. Mhm. Also jetzt zum Beispiel Zombies, Riot und dann noch jetzt Redbone, wo kommt. Das sind ja drei sehr verschiedene Lieder dann. Es sind eigentlich alle sehr verschieden, das stimmt schon, ja. Ja. Es hat jetzt nichts drin, muss ich sagen, wo komplett Ich stürze mich wegen dem nicht so, weil wenn jetzt alle relativ gleich werden und es dann schwanken, dann würde ich es vielleicht eher stören, als wenn es schwankt und die dafür alle etwas sehr eigenartig sind. Ja. Ja, ich fühle das halt, wenn es viel Abwechslung hat. Ich habe für mich so ein bisschen eine Zusammenfassung vorgegeben, aber so ein bisschen ein Rating gemacht einmal. Und dann nachher ein bisschen verglichen mit der Anzahl. Mhm. Das hat man auf Spotify gesehen, oder? Wie man das abgespielt hat. Place, ja. Und das deckt sich so ziemlich. Aha. Vielleicht können wir ja gerade zum nächsten gehen, der hat, glaube ich, die höchste. Ja, das ist auch. Mit Abstand, ja. Ja, das ist sehr bekannt. Redbone. Mhm. Ist er denn ein bisschen Mainstreaming oder wenigstens ein Teil daraus? Für das, dass er so ein riesen Hit ist, ist eigentlich schon doch recht speziell, würde ich sagen. Also, das erste, was raussticht, ist, dass sein Gesang hure hoch ist. Das ist aber irgendwie verstellt, ja. Mhm. Das ist nicht die Normalstimme. Ja, aber es sich nicht digital verändert. Also er hat auch so gesungen. Ja, das glaube ich. Ich glaube, auf dem ganzen Album hat sie nie seine Stimme irgendwie höher oder tiefer gemacht. Mhm. Das ist auch noch krass, dass er so Range hat. Ja, es ist sehr variabel, die Stimme. Also es klingt immer wieder anders. Und da, ich habe mir schon aufgeschrieben, stark verstellt, also nicht verzerrt. Ja, verstellt so halt. Er hat sich so verstellt, so, ja. Am Anfang hat es so einen Herzschlag. Ja, so Baston. Ne? Also, der kommt wahrscheinlich. Mit dem, wenn der Anfang kommt, das ist ja, glaube ich, so, wenn man das Lied kennt, dann kennt man es direkt. Da. Also, auf dem Herzschlag. Ja, das ist das Motiv auf dem. Keine gesündete Keyboard. Das zieht sich durch, aber das ist cool, ne? Ja. Genius hat da ein Video mit dem Ludwig Göransson gemacht, wo er einfach im Video in seinem Studio sitzt und einfach das ganze Instrumental vom Lied nachbaut. Und so, ah ja, dann habe ich so da genommen und habe so da gespielt und dann denkt, ah, ich habe da noch ein Glockenspiel. Bing, 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 bing und so. Ja, genau das so wäre es. Mhm. Und dort hat auch alle Instrumente gezeigt. Also der hat da richtig weirdes, altes Zeug. Aber halt eben die Texturen bringt. Ich habe das Gefühl, ich habe noch Querflöte gehört. Also Glockenspiel gehört, ja. Weiss jetzt nicht, ob es da kann sein. Ich habe mir da aufgeschrieben. Mhm. Weil dem Track auch noch viel Popularität wahrscheinlich dazu gebracht hat, oder? Ich weiß jetzt nicht mehr, weil der dort zuerst treu ist, ob er schon mega populär war und dann das einfach noch mehr gemacht hat oder so. Aber der Film Get Out, der ist halt auch in 2016. Oder halt nicht 2016 unbedingt.
2017, egal, jedenfalls um die Zeit herum ist das rausgekommen. Und Get Out hat das dann als Opening-Song benutzt. Das hat wahrscheinlich da noch ein bisschen Boost gegeben. Get Out war auch populär. Und irgendwo ist auch noch, also er singt irgendwie über, also er singt über eigentlich so oberflächlich über eine bröckelnde Beziehung, wenn man so ein bisschen liest. Aber viele Leute sagen auch so, ja, eigentlich geht es so darum, dass du so woke musst bleiben, weil er mal, also er hat halt die Line so stay woke. Und gibt es Leute, die sagen, dass sie halt irgendwie eine politischere Message irgendwie drin. Aber das habe ich nicht so gesehen. Also weißt du, was woke sie heisst? Beim Studieren? Nein, jetzt gerade so nicht. Also wenn du woke bist, dann bist du sozusagen, also heißt ja wach. Und dann hast du so darauf bezogen, dass du so sozial und politisch wach bist. Und also das wird vor allem so mit jungen, linken Leuten, also vor jungen, linken Leuten vor allem so. Also, wenn du halt woke bist, dann bist du so, ja, wahrscheinlich irgendwo links. Aber viele Leute, weißt du, die Rechte sagen halt auch so, ah ja, alle sind zu woke, bla, aber egal, will das nicht so politisch werden. Der Regisseur von Get Out hat auch gefunden, so, ah ja, das passt dann ja perfekt zu dem Film. Das ist ja so über Rassismus der Film hat. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eben nicht nur, also nicht umsonst. Ja, also ist der ausgespielt, ich habe gefunden. Ja. Und hast du noch bis zu Redbone? Nein, aber ist geil. Aber ich liege zu oft vielleicht schon gelost. Okay. Das könnte ich sein. Ja, der ich halt schon auch schon gehört, also bevor ich das ganze Album so gelost habe. Hm. Ich habe auch das Album gebraucht, vielleicht. Ja, nein, aber hat geholfen. Ja, aber gehen wir sonst mal zu California. Mhm, Nummer 7. Das ist eben so ein bisschen Karibik-Feeling, habe ich aufgeschrieben. Ja. Und zwar, also vor allem, weil es, es hat so Gabasa, ist das meiner Meinung nach, so Perkussion ist eingesetzt. Da gibt es so, so ein bisschen den Style. Ja, jetzt ein genauer Stil ist es sonst gar nicht. Und warum speziell ist es, haben die Flaschen, verschiedene gestimmte Flaschen, um es dran schlägt und ein paar so drüber blasen, so den Schiffshorn. Mhm. Also kleinere Fläschchen mit einem höheren Ton. Das ist eigentlich auch noch cool. Habe jetzt so. Könnte sie sagen, ah, da gibt es doch auch in dem und dem Lied. Ja, stimmt. Das ist noch cool. Das ist eigentlich noch eine lustige Idee. Es hat auch so da die Eier mit Sand drin oder was da ist. Das ist. Ja, das ist gut, es ist ein Shaker und zu schwer. Die sind zu gross und haben aber auch noch so einen Stiel dran. Okay. Maracas, glaube ich, heissen die in die. Ja. Also aber es gibt so Eier, oder? Mit so einem Sand oder wie Reis oder so. Mhm. Da gibt es so das Geräusch. Ja, da hat es auch drin. Also ziemlich sicher. Das heißt, Gabasa ist eben eigentlich so etwas, also gibt es heute, hat sicher aus irgendwelchen natürlichen Produkten oder Komponenten zusammengestellt. Aber es sind eigentlich so Kügel, die über also muss sagen, eine Trommel, die eine unebene Oberfläche hat. Ja. Das so drüber schieben. Und da gibt es ein ähnliches Gerüst wie so ein Shaker, aber ein bisschen knackiger. Ja, ich weiß, was man Gabasa. Ja, das ist ein sehr cooler Track, finde ich. Das ist vielleicht sogar einer meiner Favorites da. Sogar ist er lustig. Also irgendwie vom Stil her ist er lustig. Ja, und ich mag Melodie. Mhm. Da, der, den du schon relativ am Anfang hörst, ist so relativ eingängig, finde ich. Und also
viele Leute haben den, glaube ich, auch nicht gern, vor allem wegen der Art, wie er singt, weil er hat jetzt nochmal eine andere Art, seine Stimme zu verstellen. So. Und er hat da wie so ein bisschen nicht nur die Verstellung, sondern er singt da so, ich weiß nicht, ob das vielleicht schon ein Akzent ist sogar, aber so eine bestimmte spezielle Betonung irgendwie. Gut, es ist so ein bisschen abgehackt, also ja, gepresst von der Stimme her verstellt. So, all the people go around. Mhm. Ja, das kann ihm nicht gefallen, da glaube ich. Ja, aber ich fühle es, also mir gefällt es. Und so vom Text ist halt irgendwie so, es geht um so eine Frau, die will so Film machen und dann geht sie halt nach California. Und dann erzählt er halt so ein bisschen so, ah ja, jetzt ist sie broke und dann ist sie dort in Chinatown und sie hat kein Geld mehr. Und ja, sie wird mit dem und dem abhängen, so Sachen. Also so eine kleine Verzählung über da. Die Spekulation ist dann natürlich da wieder so, ist das jetzt die Mutter von seinem Sohn oder nicht? Oder ist das irgendeine? Oder keine Ahnung. Ich habe also nur so Fetzen gelesen, aber so ist es nicht so, dass jetzt so 7, also mit dem gesamten 11, ist das 7 bis 11 so? Ja. Die können zusammenhängen. Eben, also 7 ist halt so weg, aber... Weißt du nicht 7 nicht? Ist also ich kann nicht sicher. Ich möchte jetzt wissen, ob da jetzt die Frau ist. Also ja, das kann schon gut sein. Aber jetzt kommt halt ab jetzt 8 Terrified, geht es halt so mehr um seinen Sohn. Und er halt auch in echt zu dieser Zeit bekommen hat. Ja, und also 8 bis 11, ja. Das ist ziemlich sicher, dass das so ein bisschen, ich glaube schon, musikalisch jetzt nicht einmal so thematischer Bogen ist. Ich denke ja. Okay. Also jetzt Terrified Nummer 8. Da hat so ein fetter, bassiger, glaube ich, Synth am Anfang. Also halt so ein bisschen terrifying, weißt du. Passt ja. Muss ich mal laufen. Falls. Ich habe mir schon etwas mit Bass aufgeschrieben, aber für mich ist es jetzt einfach ein E-Bass. Und da ist ein E-Bass einfach. Also man hört da so ein bisschen den Zupf, 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 Zupf. Also ja, keine Ahnung, wo man da... Aber das kannst du natürlich auch auf einem Synthi machen. Das nee, ist ich denke, ich glaube, das schon, ja. Aber ja, der ist halt so schön fett. Mhm. Ja, das Motiv, mhm, das zieht sich auch durch. Mhm. Das hört echt nicht auf. Es ist vielleicht... Aber auch schon, wenn ich es mal noch... also gegen Schluss im Outro ist es dann in der Hammond-Orgel. Das Rhythmus ist ein bisschen anders, aber es ist immer noch. Es ist eigentlich für mich das Gleiche. Vielleicht, ja, also kann sich immer mal ein bisschen wandeln, modulieren. Ja. Aber das ist das, was sich durchzieht. Da check ich den Text jetzt nicht 100%, weil es ist einfach eigentlich nur so you're the one that's terrified. Und dann kommt so, I'm spinning you up. Und dann am Schluss kommt so nach hinten. Das im Outro, ja. Ja, und das ist halt, also das ist jetzt die Connection, die die Leute gemacht haben. Durch das er zusammenhängt, zum Beispiel, die Bube ist halt sozusagen sein Sohn. Oder repräsentiert seinen Sohn. Ja. Aber in seinem Sohn, eigentlich zu der Zeit, wahrscheinlich noch nicht können reden, natürlich. Aber das ist halt so Representation. Aber eben, ich check jetzt nicht, wie da in der Story dann mit dem Angst haben, mit dem Terrified sein, so zusammenhängt. Oder wenn man das sagt. I don't know, man. Da check ich dann die nächsten 3, glaube ich, schon mehr. Okay. Dann der nächste wäre, wo haben wir es? Baby Boy. Baby Boy, genau. Das ist die Stimme wieder anders. Mhm. Also vorher ist ja auch wieder normal gewesen, so mäßig. Sini. Und da ist jetzt wieder so ein bisschen so angepitcht.
Also nicht, also er verstellt. Mhm. Ja, der ist auch wieder relativ lang, also länger, ich glaube der längste sogar. 6,22. Ja, knapp gune. Da ist glaube ich auch wieder so eine coole Bassline. Ich meine, das ist das musikalische Zerschritt. Ja, ich glaube nicht nur, also es hat oft das Gleiche, ja. Es fängt irgendwie an mit Bass und dann kommt E-Gitarre dazu. Mhm. Also jetzt so ein Aufbau, da kommt Schlagzeug, das, aber das ist eigentlich im Vers innen. Also zuerst begleitet man nur den Bass und die E-Gitarre. Und dann kommt immer ein bisschen mehr dazu. Dann machen wir Background Vocals, Keyboard. Mhm. Und dann geht es dann wieder zurück und dann baut es wieder auf. Ja. Es hat dann auch noch so eine Solo-Stelle rein, da hat man so ein Hammond-Orgel-Solo. Das ist dann wahnsinnig lang. Da haben wir so eine Stelle, das Gitarre-Solo, das E-Gitarre-Solo jetzt auch noch. Ja. Hat ja auch viel Platz. Es hat ja auch viel Platz, genau. Jetzt ist so eine Teilung wie beim anderen jetzt da, glaube ich, nein, ist mir nicht aufgefallen. Aber es hat dann halt auch so ein Outro-Teil. Mhm. Und dann haben wir noch so eine gesprochene. Genau. Wirklich gesprochen, also nicht. Ja. Gar keine Melodie drin. So eine Aussage drin. Da kommt aber auch wieder so Background-Gesang dazu. There was a time before you, and there will be a time after you. Though these bodies are not our home, walk tall, little one. Walk tall. Es hat allgemein auch so eine Traurigkeit zum Teil. Weil, also ich kann jetzt noch kurz über den Text reden. Mhm. Es ist eigentlich so, dass er halt das Kind bekommt und dann freut er sich natürlich. Aber er und die Mutter vom Kind, die haben halt Probleme. Und er hat Angst, dass ihre Probleme so groß werden, dass sie sich trennen und die Mutter ihm sozusagen das Kind wegnimmt. Der ist halt immer so, please don't take him away. Das ist so, ich glaube sogar so Refrain-mäßig da. Und da, wo du angesprochen hast mit dem Gesprochenen, der spricht er halt so zu seinem Sohn, das heißt so, walk tall, little one. Und das ist ja beim Auto, glaube ich, oder? Ja, also, das ist glaube ich, noch mehr. Aber genau, there was a time before you and there will be a time after you. Walk tall, little one, walk tall. Ah, ja, das ist es, glaube ich. Yes, also da, jetzt sicher mal den. Also da fängt allerspätestens dann die Trilogie von zusammenhängenden Sachen an. Wenn du jetzt California und Terrified noch nicht zunehmen zu dem zusammenhängenden Zeug. Ja. Dann sind wir einfach zum Zinni. Das Zinni, ja. Können wir machen. Ja. The Night Me and Your Mama Met. Ah, okay, macht da immer da Sinn. Das erste ist ja Me and Your Mama. Da hat dort gesagt, vielleicht ist das so, wo er sich getroffen hat, aber das ist ja in dem Fall wahrscheinlich immer das. Da mehr Sinn, ja. Ja, weil ich meine, da sagt es ja. Das ist aber ein Instrumental. Genau, da ist ja so. Da hat es halt auch wieder, hey, irgendetwas erinnert es mich. Also du hast es immer laufen lassen, auf jeden Fall einfach da irgendwie zu mir. Ich glaube nicht. Da ist ein Erinnerungstrigger drin. Ja, da ist da jetzt Pink Floyd. Also muss man das auch mal schnell. Kann mir jemand helfen, ich habe es nicht herausgefunden. Also ich weiß nicht, also ich kenne jetzt nichts, was gleich tönt, glaube ich. Ich würde halt sagen, ah, vielleicht kennt ihr es von dem. Ja. Aber es ist mal, teilweise kommt es mir in den Sinn, aber ich studiere jetzt doch schon. Also ich studiere nicht nonstop Buch, aber es ist mir jetzt nicht irgendwie in den Sinn gekommen. Okay. Aber es tönt gut. Es tönt gut, ja. Es kommt dann aber auch so ein Chor dazu, also ganz instrumental ist von dem her nicht. Aber ja. Die singen halt nur A und U. Ja, das stimmt. Somit hat es keinen Text. Mhm. Das Glockenspiel hat es da wieder vorgenommen. Ja. Und das Gitarre-Solo hat es auch noch. Oh ja, das ist cool. Da der Main-Sound, ist das auch so eine Gitarre? Oder weißt du? Es tönt so, ich habe geschrieben, es tönt so wie so
etwas peitscht und so. Ja, der Wusch da. Ich glaube, es ist so also ein Gitarre-Effekt drin. Ja, der Effekt, also das hinten dran ist eine Gitarre, das gehört. Ja. Und der Einzel-Peitschen-Ton, der fehlt mir so wie der klare Anfang. Mhm. Und genau los ist jetzt so wie bis vorher und dann kommt so der Peak. Ah, ja. Und dann hast du ja bei einer Seite hast ja den Peak am Anfang. Also da kannst du ja nicht. Vielleicht ist es irgendwie. Dumm. Wenn es von der Ferne käme oder so, ist es ein bisschen verschwommen. Vielleicht haben sie auch von irgendwas, irgendwie so einen Sound macht und dann nehmen sie auch nur einen Teil von dem. Das so kann sie, ja. Drum irgendwie engineered. Es passt sehr gut, aber was genau ist, mhm, ist schwierig zu sagen. Ja, ja, das ist so ein Übergangs. Was, mhm, geht doch 3 Minuten, 34. Ja. Auch so ein langer Übergang dann zum letzten Titel. Mhm. Stand Tall. Stand Tall, ja. Stand Tall. Ja, das ist jetzt auch wieder, das ist ja ein längerer und auch ein epischer Track liegen. Oder halt, hat halt viel, hat einen großen Aufbau. Das kann man sicher sagen. So vielleicht ein großer Aufbau, es hat so mehrere Phasen. Weißt du, was ich meine? Ja, es hat aber auch so wie noch mehr kleine Pause dazwischen. Da kommt ein bisschen so Stilwechsel, wo so kurz reingehalten wird und dann geht es wieder weiter. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dreiteilig, das Gefühl. Ja, also im ersten Teil ist so ein wenig, dann im zweiten kommt es bis so dann mehr. Beim dritten ist so alles zusammen so mega viel. Und ja, insgesamt, es geht so darum, über einen Ort, wo sein Vater ihm geht, als er ein Kind war. Also, ja, nicht. Ja. Also, das ist echt der Refrain. Und der Rat ist halt auch so: Keep all your dreams, keep standing tall. If you are strong, you cannot fall. There is a voice inside us all. So smile when you can. When you can. Das ist halt der Rat, wo sein Vater ihm geht. Und ob es Mutter hat es gleich gesagt nachher. Aber genau, noch so. Noch sie verdammt, das hat mal so, that's what my mama said. Oh nein, warte. What my mama said. Huh? Und das ist eigentlich ja der gleiche Anfang. Ja, es ist das gleiche eigentlich. In dem Fall haben beide seine Eltern gesagt. Weil oben ist halt, I listen to what my father said. Und dann da. Und da unten, what my mama said. Und dann da. Der Fall. Beide Eltern haben es gesagt. Und wenn er dann sagt, was meine Mama sagt, dann singt er eine Frau, oder? Ja, das ist mir aufgefallen, ja. Also es sagt, repräsentiert genau, wenn man seine Mutter hören würde. Ja, es baut auch da auf. Also ich meine, also im ersten Refrain ist er noch allein. Und im zweiten ist es eben klar, weil dann eben ja Mama und dort variiert es dann. Was ist denn so ein ja, Background, Frauen, Chor dabei. Und das sind die ersten 2 Minuten, oder? Dann so 2:25 ist so der erste Stilwechsel. Ja. Da kommt plötzlich das Querflöten-Solo. Ja, also es hat sehr viel Instrumentation, geile da. Dann so bei 3:30 ist dann so And somebody cares about you. Dann ist so nichts. Dann so Pause, könnte man so sagen I do. Und dann kommt der dritte Teil. Mhm. Da hast du eben auch du gesagt, das ist mit der Pause. Da kommt wieder der Refrain so mit dem Frauenchor und dann kommt aber noch so, ich glaube, es ist so ein Klatschen. So. Ja, das kommt dazu, das Klatschen kommt ein bisschen Rhythmus, kommt ein Schlagzeug noch dazu, das hat bis jetzt gefehlt. Genau, also es kommt allgemein, ich glaube, noch viel Zeug dort dazu. Also das ist so wie der Höhepunkt von dem ja, da Epic. Kann man sagen, ja. Wo ich geschrieben bei 4:45 stehst. Strange. Und dann geschrieben wäre bei 3:30. Und bis dahin, genau, das ist mir schon aufgefallen. Also es ist der erste Teil, da kommt der 2:25 die Querflöte-Teil. Das ist eigentlich ein bisschen ruhig. Und dann ab da, weißt du jetzt das 3:30? 3:30.
wird sie dann wechselt so von beruhigend zu bedrohlich nervös. Ja, mit dem summen das an. Auch noch. Es ist also die Frau, ja, so. Ich finde, die Harmonie ändert, glaube ich, ein bisschen. Okay. Dass man es einfach ein bisschen hört, den Stilwechsel. So ein bisschen Unsicherheit gehört man da raus. Mhm. Und dann kommt aber der Wechsel wieder. Das ist dann eben der nächste, oder? Also ich habe bei 4,50 aufgeschrieben. Wo ist deine Zeitmarke? 4,45. Zieht sich dann auch lange hier von diesen 4,45, das klatscht am Schlagzeug dazu. Und das hat etwas wie wenn, das ist nicht ein Fehler, aber es hat, ich finde es nicht ganz aus, aber es hat so etwas wie, wenn es so schnell vorwärts hinken. Das ist vom Rhythmus her, wenn es genau los okay. ist. Also wie wenn es ein 16. oder so würde fehlen, aber es ist, glaube ich, einfach so wie, nicht verzögert, sondern so kurz beschleunigt und dann wieder in Trott. Einfach ist so nur irgendein Toneffekt im Hintergrund, aber es ist einfach die Wirkung, die es irgendwie hat. Okay. Ja, noch speziell. Der Schluss ist doch ein bisschen weird. Ja, den finde ich ein bisschen komisch. Weil es ist so, sagen. Es ist so eigentlich so fast fertig. So ein bisschen, glaube ich, also einfach weggehen. Und dann hörst du noch so, fängt da einmal nochmal so an, bis anstimmen, so oh, und dann ist es abgehackt. Und dann ist es fertig. Mhm. Ja, es tönt, ich meine, es müsste irgendwie weitergehen. Es ist so offen. Ja. Also, Rock. Ja, du hast die Lösung jetzt. Nein, einfach nie. Okay. Aber der Dude, so bis in den vorherigen Alben, also Theorie, bis in den vorherigen Alben hat er auch so ganz weirden Shit abgezogen mit so versteckten Tracks oder mit irgendeiner Webseite, wo so Sachen drauf sind zum Album noch. Und dann gibt es Theorie 1, dass irgendwelche Leute denken, da gibt es immer einen versteckten Track, dort runterkommen, wo man nie gefunden hat in 5 Jahren. Okay. Das wäre das Erste. Und das Zweite ist, dass in den vorherigen Alben und auch in den nachher und glaub, hat er wie einen Charakter gehabt, The Boy. Und der hat eine Story gehabt, die durch all die Alben durch sich zieht. Mhm. Und bei dem Album sind sich die Leute nicht zuerst sicher gewesen, ob da über The Boy geht, weil da ist jetzt halt Connection mit seinem Sohn und so, oder? Ja. Und das hätten ja, haben sie gedacht, das geht eher um den Gambino in echt, glaube ich. Und jetzt sehe ich es aber so, Theorie, was irgendwie viel Sinn macht, kann ich nicht ganz bewerten, dass das ganze Album oder sich mal der Schlusspart mit dem Sohn und so, dass dann ein Traum oder ein Albtraum ist von dem Boy und am Schluss ist so abrupt, wird er aufwacht. Okay. Ja, ist eine Theorie. Ja, aber ich habe keine Ahnung. Es ist spannend, wie sich die aber Leute, wie viele Gedanken sie sich Leute machen. Ja, aber irgendwas muss halt sein, habe das Gefühl fast, weil es sonst auch ein bisschen random, wenn es so endet. Das ist sicher nicht auszusehen, weil das ist, die haben schon geschaut, die haben schon das Album mal ganz durchgelassen, bevor sie es veröffentlicht haben. Das ist mehr. Ja, es passt nicht zum Gesamtbild, das stimmt. Ja. Also es muss einen tieferen Sinn irgendwie haben. Gut, vielleicht ist ja den auch, aber haben jetzt ein paar Worte noch etwas sein, dass sich alle Gedanken machen können. Ja, vielleicht. Das ist, wenn du jetzt nur so ein Album hörst und all das nicht wahr ist mit Vorher, Nachher und Geschichte und das ist schon fast eine Verschwörungstheorie, dann ist es ein seltsamer Schluss. Ja, das stimmt. Ja, hat es keine Gesamtnoten gegeben, aber es ist ein interessantes Album. Wo, also die Mehrheit mir doch wirklich gut gefallen hat. Ja. Zwei so ein bisschen, haben wir so ein bisschen drüber. Mhm. Und sehr variabel. Also sehr verschiedene. Am Schluss Stil, oder darum ist vielleicht auch die Einordnung schwierig. Ja. Dass dort 6 verschiedene Genres stehen. Wie Wikipedia. Sehr einfallsreich, eben so Flaschen, die man braucht, zum Musik machen. Das ist eigentlich schon mal cool.
Und irgendwie, aber eben zum Teil jetzt immer Sachen, wo man sagt, das tönt jetzt wie oder erinnert mich an. Da adaptiert er aber gut und macht etwas Eigenes draus. Ist ja nicht einfach kopiert. Und das ist ja legitim, man darf sich inspirieren lassen. Das ist völlig okay. Aha. Und dann eben inspirieren, etwas Eigenes draus machen, das ist, gehört da dazu. Klar. Ja, von dem her, ja, wo man sich mal mit beschäftigen. Mal hören. Ja, also ich finde es auch ein sehr gutes Album. Ich finde, es ist so etwas, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich kann jetzt nicht kein anderes Gesamtprojekt mit dem vergleichen. Es ist halt sehr so, auch wenn es jetzt vielleicht von anderen Sachen zum Teil inspiriert ist, es ist ein sehr eigenständiges Projekt. Und ja, es hat einfach irgendwie einen krassen, ich kann nicht reden, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen. Das habe ich vorher gewusst. Also es wirkt einfach sehr einzigartig, finde ich. Vor allem halt eben, dass es in dieser Zeit rausgekommen ist und auch noch so ein paar Mysterien hat und auch noch so ein Album gekommen, wo man sich denkt, what the fuck is this? Das ist halt einfach ein krasses Werk, so würde ich sagen. Und auch krass, eben, er hat vorher auch eigentlich Rap gemacht und vor Rap hat er halt keine Musik gemacht, ist Schauspieler gewesen. Das ist ziemlich, ja, starke so Entwicklung. Wenn du so Schauspieler bist, nachher, das heißt, ich mache Musik, dann machst du Rap und nachher machst du plötzlich so ein ja, was jetzt auch immer ist, Album. Ja. Respekt. Doch, viel Talent dabei. Mhm. Ja, dann That's that. Nächste Woche sind wir immer noch bei Black Excellence mit Kendrick Lamar To Pimp a Butterfly. Das Rap-Album von der 2010er, vielleicht das Rap-Album überhaupt, wenn du mal immer glaubst. Okay. Ja. Und es ist sehr jazzig. Ich hoffe, du wirst so durch das vielleicht so einen Zugang finden. Noch im Vorhinein, so Kendrick, seine grösste Stärke sind seine Texte. Mhm. Du wirst wahrscheinlich nicht viel verstehen, so los ist, vor allem, weil er halt schnell ist zum Teil. Aber da so mal ein bisschen reinlesen, ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja. Gut, danke für den Tipp. Ja, und mit extra jetzt gewählt, jetzt haben wir dann Ferien und dann haben wir mehr Zeit. Also können wir uns mehr Zeit nehmen vielleicht. Wir hoffen, dass wir mehr Zeit haben. Wir hoffen es. Das ist so die Idee. Ja, die Hoffnung stirbt da zuletzt. Gell? Ja. Sonst stehen wir es einfach auf dem Stand, wo wir dann sind, anschauen. Und nicht als irgendwelche Leute, die da sich tausendmal durchinterpretieren. Ja, das werden wir nicht schaffen. Eben. Aber ein Eindruck hoffe ich, dass wir auch vermitteln. Mhm. Ja, dann eben das wär's für nächstes Mal. Dann noch eine schöne Woche. Ja, danke. Schöne Weihnachten. Danke fürs Zuhören. Bei den vergangenen Podcasts. Ja, gute Restwochen, oder? Das kann man nicht sagen, aber in dem Fall gute, schöne Weihnachten. Tschüss.